der direkten Demokratie, der direkten Bürgermitbestimmung vor dem Stuttgarter Rathaus recht herzlich begrüßen. Wir machen heute die symbolische Übergabe von 7000 sauren Gurken. Sagen Sie mir Ihren Namen? Mein Name ist Josef Ludwig und ich wohne in Stuttgart. Okay. Herr Ludwig, Sie sind für einen Bürgerentscheid über Stuttgart 21. Warum sollen die Stuttgarter darüber entscheiden? Ich sage, wenn hier in Stuttgart ein solch riesiges Projekt gebaut werden soll, mit solchen vielen Störungen für den ganzen Ablauf in Stuttgart, dann darf das nicht von allen Bürgern aus Baden-Württemberg entschieden werden, sondern dann ist das eindeutig eine Sache, die nur die Stuttgarter Bürger zu entscheiden haben, wenn es dazu käme. Und deshalb bin ich der Meinung, es war ja schon mal vor ein paar Jahren so weit, als wir fast 70.000 Unterschriften hier gesammelt haben dagegen und unser Oberbürgermeister Herr Schuster das mit allen möglichen juristischen Tricks verhindert hat, dass es dazu kam. Und deshalb sage ich, es müssten nur die Stuttgarter Bürger entscheiden, ob dieses Ding gebaut wird, ja oder nein. Denn es gibt ja eine vernünftige Alternative. Sie würden sagen, diese Proteste und die Stärke der Proteste sind auch deswegen, weil es kein Ventil gibt, Volksabstimmung? Weil wir keine Macht haben im Land, ja, weil Politiker machen, was sie wollen. Uns nicht informieren, wir werden belogen, wir können uns aufgrund der Lügen keine eigene Meinung bilden. Wir müssen uns wahnsinnig anstrengen, um an Informationen zu kommen. Wir müssen emotional fertig werden mit dem, dass Schlägertrupps gegen uns geschickt werden. Das ist eine heftige Sache. Das bringt das Leben ziemlich durcheinander, das wir so haben. Daniel Schilly vom Vorstand von Mehr Demokratie. Was ist denn der Hintergrund der Aktion? Wir haben im Jahr 2007 hier in Stuttgart ein Bürgerbegehren gehabt. Und da haben sehr viele Menschen, über 60.000, für einen Bürgerentscheid unterschrieben. Dieser Bürgerentscheid, um den wurden die Stuttgarterinnen und Stuttgarter betrogen. Und wir übergeben heute saure Gurken an den Oberbürgermeister Schuster, dass er uns endlich mal sagt, warum er denn damals die Leute nicht hat abstimmen lassen und wieso eigentlich nicht die Bürger hier in Stuttgart über dieses Bahnhofsprojekt abstimmen dürfen. Liebe Freundinnen und Freunde, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss der Demokratie in Baden-Württemberg sein. Wir haben ein paar Kilometer weiter einen Staat, der in dieser Frage Vorbild für Baden-Württemberg sein kann, nämlich die Schweiz. Dort wurde ein mega großes Projekt gerade zu Ende gebracht, der St. Gotthard-Basistunnel. Dieser Basistunnel hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber Stuttgart 21. Die Menschen wurden bei diesem Projekt mitgenommen, das Für und Wider wurde lange Jahre erörtert und am Schluss stand eine Abstimmung, und zwar bevor der erste Bagger in den Berg fuhr. Und wir fordern heute hier auf OB Schuster und auch Ministerpräsident Mappus: Machen Sie eine Volksabstimmung zu Stuttgart 21 möglich, damit die Menschen in diesem Land die Möglichkeit haben, über dieses Projekt zu entscheiden. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Ich danke Ihnen noch einen kleinen, etwas wichtigen